SR1 Europawelle Saar. Fragen an den Autor. Heute Marcel Reich-Ranitzky zu dem Buch Entgegnung zur deutschen Literatur der 70er Jahre. Gesprächspartner ist Heinrich Kalbfuß, die redaktionelle Information gibt Friedrich Hatzenbühler. Für den Anfang hole ich mir einen Vergleich zu Hilfe. Soll man den Metzger loben wegen seines exakten Schnitts mit seinem äußerst gut geschärften Zerlegemesser? Soll man ihn bewundern wegen seines Blickes für die besten Teile? Soll man seine Routine im Umgang mit den zu zerlegenden Objekten herausheben? Oder soll man ganz einfach bewundern, was an Fleisch auf der Theke liegt? Soweit der Vergleich hergeholt aus einem Bereich, wo auch auseinandergenommen wird, seziert, zerschnitten, probiert, gekostet, beiseite gelegt, geschmäcklerisch geschwärmt wird. Heute geht es um Literatur und Literaturkritik im Studio hier in Saarbrücken. Einer der prominenten Literaturkritiker, Professor Dr. Marcel Reich-Ranitzky, Jahrgang 1920, von 1960 bis 1973 ständiger Literaturkritiker der Wochenzeitung Die Zeit, seit 1974 Leiter des Literaturteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er lehrte an amerikanischen Universitäten, war lange Zeit Gastprofessor für Neue Deutsche Literatur der Universitäten Stockholm und Uppsala und ist seit 1974 Honorarprofessor an der Universität Tübingen. Entgegnung, der Titel seines Buches. Es ist, nach seinen eigenen Worten, die Entgegnung eines Kritikers auf die deutsche Literatur unserer Tage. Es ist keine neue Literaturgeschichte, was hier vorliegt. Es sind einfach Bücher, die beschrieben werden. Die Begründung kam vom Autor des heutigen Buches selber kommen, der sagt, das Bild, das sich uns bietet, wirkt unübersichtlich und verwirrend, ja sogar chaotisch. Die Zeiten, da die literarischen Ausnahmeerscheinungen die Regel der Literaturgeschichte sichtbar machten und bestätigten, sind vorbei. Jetzt ist die Ausnahme die Regel. Wir haben beachtliche Einzelfälle, aber keine Schulen oder Gruppen. Wir sehen Leistungen, aber keine Richtungen. Es gibt neue künstlerische Errungenschaften mit Stil, aber es gibt keinen Stil der neuen künstlerischen Errungenschaften. Wenn die deutsche Literatur der 70er Jahre auf einen Nenner zu bringen ist, so höchstens auf den, dass sie sich auf keinen Nenner bringen lässt. Oder auch, wir haben Bücher, aber wir haben keine Literatur. Tja, und was mache ich nun, so frage ich mich, mit diesen Beschreibungen zur Situation aus den Anmerkungen von Marcel Reich-Ranitzky, die er den insgesamt 27 Kritiken vorangestellt hat, was mache ich, wenn er nun über Heinrich Böll schreibt? Böll verkörpere, ohne dass er es wolle, die deutsche Literatur und mehr als die Literatur. Frage also, gibt es nun doch Literatur oder bloß Bücher? Fragen an den Autor. Kein Zweifel, Marcel Reich-Ranitzky ist einer der bekanntesten, beachtetsten, einer der stilprägenden, wohl auch gefürchtetsten Kritiker. Es geht also um einen Sammelband, der Kritiken zur Literatur der 70er Jahre enthält, wenn man die Aneinanderreihung oder auch das Nebeneinander von deutschsprachigen Büchern denn schon Literatur nennen darf. Wir werden über diesen Zweifel sprechen. Zunächst aber über einen anderen Zweifel, über den nämlich, ob hierzulande, Herr Reich-Ranitzky, Literaturkritik überhaupt etwas bewirkt. Ja, das ist eine alte Frage. Der Einfluss, der direkte Einfluss der Kritik auf die Literatur ist schwer nachweisbar. Aber es gibt gewisse Symptome. Wenn Verlage sich so unerhört intensiv darum bemühen, dass die Bücher ihrer Autoren von der Kritik möglichst günstig beurteilt, auf jeden Fall aber nicht ignoriert werden, so versprechen sich die Verlage etwas davon, vermutlich die Verkaufsförderung. Wenn Autoren hasserfüllt Jahre und Jahrzehnte lang über Kritiker reden, bisweilen manchmal bei einem Kritiker, der nur eine einzige Kritik über diesen Autor geschrieben hat und die noch nach 20 Jahren vom Betroffenen nicht vergessen, sondern schmerzhaft empfunden wird, so zeugt das doch davon, dass die Autoren das außerordentlich ernst nehmen. Ich glaube, der Einfluss der Kritik ist sehr groß. Nur muss man ihn richtig verstehen. Es ist kein direkter Einfluss auf den Schriftsteller. Es ist nicht so, dass der Schriftsteller, nachdem er eine Kritik gelesen hat, nun seinen Kurs ändert und das nächste Buch im Sinne des Kritikers schreibt. Das ist gewiss nicht so und das wäre gar nicht wünschenswert. Aber der Kritiker übt einen starken Einfluss aus, erstens auf seine Kollegen,
also auf die anderen Kritiker. Mhm. Und der Kritiker kann eine Leitfigur sein, die also die Kritik eines ganzen Landes oder Teile der Kritik determiniert. Zweitens, der Kritiker übt ohne Zweifel Einfluss aus auf Bibliothekare, Lehrer, Universitätsprofessoren, all diejenigen, die zur Verbreitung der Literatur beitragen. Nicht zuletzt übt der Kritiker auch Einfluss aus auf Verleger. Das ist gar nicht unwichtig. Bedenken Sie, da erscheint ein Buch eines jungen Autors. Das Buch wird sehr schlecht verkauft. Aber wenn ein wichtiger Kritiker geschrieben hat, dies ist ein talentvoller Autor, dann wird natürlich der Verleger diesen Autor auf jeden Fall weiter unterstützen. Mhm. Im Zusammenhang mit Walser, den Sie in Ihrem Buch auch besprechen, heißt es einmal, Sie zitieren Friedrich Sieburg, dieser Walser ist ein Genie, wenn auch einstweilen nichts dabei herauskommt. Also beschreiben Sie im gleichen Zusammenhang die Funktion des Kritikers mit der Rolle eines behutsamen, fürsorglichen Arztes, der am Bett des Patienten, nämlich des daniederliegenden Schriftstellers, steht und um sein Wohl besorgt ist, damit er wieder genesen möge, nachdem ihm ein Buch vor ein vorausgegangenes, das verrissen wurde, misslungen ist. Ja, da ist was Richtiges dran. Nun gibt es verschiedene Kritiker mit verschiedenen Methoden und Einstellungen. Ich persönlich habe ein bisschen diese Einstellung des Arztes, der den Autor behandelt, als wäre es sein Patient. Manchen Autoren geht das furchtbar übrigens auf die Nerven. Der also nicht den Todesstoß verpasst. Nein, keineswegs. Ach, ein Kritiker kann ja gar keinen Todesstoß verpassen. Das ist ja das große Missverständnis, dass man die Kritiker bisweilen für Mörder hält, die Bücher am Morden. Die stellen ja höchstens Totenscheine aus. Sie können nur, wenn etwas schon tot ist, dies dann öffentlich bestätigen. Ein Buch ermorden kann kein Kritiker auf Erden. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Das bilden sich schlechte Autoren ein, die irgendein miserables Buch geschrieben haben und noch nach 17 Jahren sagen, damals hat Günter Blöcke eine ungünstige Kritik über mein Buch geschrieben und er hat es getötet. Das gibt es nicht. Daran glaube ich nicht. Ja, die Einstellung des Kritikers als Arzt zum Patienten. Freilich, ein Patient, der sich seinen Arzt nicht auswählen kann. Und deswegen übrigens auch ein Missverständnis von Günter Grass. Günter Grass hat mehrfach im vorigen Jahr öffentlich erklärt, es gebe in Deutschland ein neues Scheidungsrecht und er möchte das auch auf das Verhältnis Autor-Kritiker anwenden und sich von mir scheiden lassen. Mhm. Ich hätte so viele seiner Bücher rezensiert. Nun würde er gerne von anderen auch Ansichten hören und mich loswerden. Hat er Sie um die Ehe vorher gefragt gehabt? Bitte? Hat er Sie vorher um die Ehe gefragt? Nein, er hat mich eben um die Ehe nicht gefragt, sehr richtig. Mhm. Und so geht das nun nicht. Es kann sich der Autor seinen Kritiker nicht aussuchen. Und ich kann mir denken, dass oft ein Autor sich gerne würde scheiden lassen. Mhm. Aber das geht nicht. Vielleicht doch noch etwas, bevor wir den Komplex vielleicht abschließen können. Wie mag denn wohl die Wirkung solcher Artikel sein, solcher kritischen Auseinandersetzungen mit Büchern, wie Sie sie seit vielen Jahren früher in der Wochenzeitschrift Die Zeit und jetzt in der Frankfurter Allgemeinen veröffentlichen. Erreicht es auch noch andere Leute als die von Ihnen schon apostrophierten Bibliothekare und Lehrer und ohnehin Literaturbeflissenen? Naja, es wäre ja schrecklich, wenn diese Kritiken nur die Fachwelt erreichen würden, dann wären sie am falschen Platz veröffentlicht. Dazu gibt es ja Zeitschriften in Deutschland, wie die Neue Rundschau, wie den Merkur, die sind praktisch. Werden die nur von der literarischen Welt gelesen. Aber ich veröffentliche meine Kritiken in Zeitungen mit enormer Auflage, erst in der Zeit und jetzt in der FAZ, die am Sonnabend eine Auflage von 370.000, 380.000 Exemplaren hat. Natürlich ist es meine Absicht und mein Ehrgeiz, ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Deshalb bemühe ich mich auch sehr um eine möglichst verständliche und deutliche Sprache, um eine Darlegung, die eben nicht nur von Literaturkennern verstanden wird, sondern auch von an Literatur interessierten Apothekern, Steuerberatern und Buchhaltern. Mhm. Die möchte ich auch erreichen. Mhm. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle die Einladung an Sie, die Sie uns zuhören. Sie können sich mit Fragen an den Autor, heute Morgen mit Fragen an Marcel Reich-Ranicki, an unserem Gespräch beteiligen. Wenn Sie das tun wollen, dann wählen Sie bitte die Nummer Saarbrücken mit der Vorwahl 0681 und die direkte Nummer unseres Studios ist 60 26 26. Es geht, Sie haben es eben in unserem Vorgespräch gemerkt,
um die Funktion der literarischen Kritik überhaupt. Es wäre vielleicht interessant zu hören, ob Sie schon einmal durch eine Kritik angeregt wurden, ein Buch zu lesen oder auch mit Sicherheit nicht zu lesen. Und zweitens geht es darum, vielleicht zu einigen der in diesem Buch enthaltenen Autoren und deren Büchern etwas zu sagen. Ich nenne mal einige Namen: Wolfgang Köppen, Max Frisch, Alfred Anders, Hildesheimer, natürlich auch Günter Krass, Christa Wolf, die wichtige DDR-Autorin, aber auch Wolf Biermann, Jurik Becker und Peter Handke, viele andere mehr. Vielleicht zunächst, Herr Reich-Ranitzky, mal ein paar Sätze dazu. Wie ist es zu verstehen, wenn Sie sagen, es gibt, wenn man die 70er Jahre literarisch, aus literarischer Perspektive anschaut, wohl Bücher, aber kaum eine Literatur? Das habe ich eigentlich nie so gesagt. Ich sage, ich hoffe, dass das dem Zusammenhang zu entnehmen ist, es entstehe der Eindruck, als gäbe es nur Bücher und keine Literatur. Aber dies kann unsere Schuld sein, die Schuld der Beobachter, nicht unbedingt dieser Literatur. Wir haben wirklich in der Tat den Eindruck einzelner Bücher. Wir sehen keinen dominierenden Stil in diesen 70er Jahren. Die Gründe dafür sind sehr schwer zu erkennen. Sicher ist, dass Hauptmerkmale der Literatur der 70er Jahre darin bestehen, dass es eine Literatur ist in Deutschland, die als Reaktion zu verstehen ist auf die außerordentlich starke Politisierung der deutschen Literatur Ende der 60er Jahre. Damals wollte ja ein Teil der Schriftsteller eine rein politisch wirkende, sofort zur Veränderung der Welt beitragende Literatur. Wir wissen, dass diese Literatur im Grunde genommen gescheitert ist. Ich gebe in meinem Buch da Beispiele, etwa Günter Wallraff aus den Bücher Wallraff. Also die großen kritischen Reportagen. Ja, die natürlich sehr nützlich und wichtig waren. Und ich denke nicht daran, Wallraff zu unterschätzen. Nur diese Bücher von Wallraff, die bekannten Tonbandgespräche, die sogenannten Bottroper Protokolle von Erika Runge, das alles war ja eine Literatur, die darauf aus war, die Anschauungen der Autoren zu bestätigen. Das waren ja Autoren, die immer zu den Ergebnissen kamen, bei denen sie schon vorher angelangt Dokumentation waren. Der eigenen Meinung. Nur im Grunde genommen Illustration, Dokumentation der eigenen Anschauungen. Und diese Literatur ist ja im Grunde gescheitert und die deutsche Literatur der 70er Jahre besteht ja zum großen Teil in der Abwendung davon und in der Hinwendung dazu, was man allzu sehr davor übersehen hatte. Hinwendung zum Individuum, zum Privaten, zum Persönlichen, zum Alltäglichen, auch vor allem in der Lyrik zum Alltäglichen, Abwendung vom Ideologischen und vom Politischen. Und mit dieser Hinwendung zum Privaten hängt auch zusammen die starke Betonung des Autobiografischen in der Literatur, die vielen Künstlerromane oder jedenfalls die Monographien von Schriftstellern über Künstler. Das sind deutliche Veränderungen. Dennoch von einem ausgeprägten Stil der Literatur der 70er Jahre zu sprechen, wäre wohl voreilig. Mhm. Ich glaube, dass man das noch nicht sagen kann. Meine Damen und Herren, ich nenne noch mal rasch die Nummer, unter der Sie anrufen und Fragen stellen, Meinungen äußern können. Die Nummer ist Saarbrücken 60 26 26. Und hier der erste Anruf. Und zwar möchte ich gern wissen, nach welchen Gesichtspunkten ein Kritiker überhaupt entscheidet, ob ein Buch gut oder schlecht ist. Ja, das ist eine unendlich schwierige, eine elementare und schwierige und wichtige Frage. Er entscheidet danach, ob es ihm oder nein. Ich entscheide danach. Ich muss in meinem Namen sprechen. Ich möchte sehr ungern im Namen der Kritik schlechthin sprechen. Ich entscheide es danach, ob es mir gefällt oder nicht. Und meine Aufgabe ist es, vor dem Leser zu begründen, zu erklären, warum ich ein Buch für gut, nützlich oder mittelmäßig oder schlecht halte. Und sehen Sie, die Kritik ist immer das Ergebnis eines Zusammenstoßes zwischen einem Individuum, dem Kritiker, und einem Buch. Und auf diesen Zusammenstoß haben sehr verschiedene Faktoren Einfluss. Der Kritiker kommt ja an das Buch heran mit einer Bagage seines ganzen Lebens. Seine Erfahrungen, seine Bildung, seine Literaturkenntnis, aber auch seinen rein menschlichen Erfahrungen. Und untersucht, was an einem Buch neuartig, interessant, aufschlussreich ist. Und jede genauere Bestimmung der Maßstäbe wäre wohl falsch. Denn die Maßstäbe des Kritikers, so wie ich
den Beruf des Kritikers auffasse, müssen jeweils abgeleitet werden aus dem Buch selber. Mhm. Aus dem Gegenstand der Betrachtung müssen die kritischen Maßstäbe der Beurteilung abgeleitet werden. Fällt nicht, Herr Reich-Ranitzky, schon eine Vorentscheidung dadurch, dass Sie aus der Flut der literarischen Neuerscheinung auswählen? Und ja. Auswählen müssen natürlich. Ja, ja, selbstverständlich ist das eine Vorentscheidung. Und diese Auswahl ist übrigens nicht so schwer, wie sich die meisten Leser das vorstellen. Die Leser werden immer von der Presse mit Ziffern überhäuft. 30.000, 80.000 Neuerscheinungen, das ist alles purer Unsinn. Die Ziffern stimmen, aber das sind ja Lehrbücher und Kochbücher und Reisebücher. Die Zahl der rein literarischen Bücher ist erheblich kleiner. Und ein jeder Kritiker hat seine Gebiete, für die er sich interessiert. Ich befasse mich vor allem mit deutschsprachiger Literatur. Ich befasse mich ab und zu mit amerikanischer und englischer Literatur. Aber ich befasse mich nicht, um ein Beispiel zu geben, mit südamerikanischer Literatur. Damit, das bedeutet nicht, dass sie unwichtig ist, nur es ist nicht mehr mein Interessengebiet. Bitte, der nächste Anruf. Ich finde, die ganzen Verleger haben an der Konsumwut teilgenommen und verbringen, was nur zu bringen ist. Obwohl in einer so chaotischen Übergangszeit, in der wir uns befinden, von einer bestimmten Richtung oder Literatur in dem Sinn, wie der Herausgeber es meint, nicht die Rede sein kann. Ja, nun, das ist wahr. Die Verleger bringen die Literatur der Epoche etwas chaotisch. Aber so war es immer. Es ist nicht die Aufgabe der Verleger, Ordnung zu schaffen. Das eben ist die Aufgabe der Kritik. Die Verleger bieten das, wovon sie sich einen gewissen Erfolg versprechen. Und dass die Verleger auch viele schwache und schlechte Bücher bringen, ist wahr. Und ich möchte sagen, Gott sei Dank bringen sie es. Denn manch ein Buch, das ein Verleger für ein schwaches gehalten hat, hat sich später als das entscheidende Buch der Epoche herausgestellt. Wir haben im Vorgespräch eine Frage erörtert, die auch in ähnlicher Richtung häufig gestellt wird, nämlich die Überlegung, ob es wohl heutzutage und hierzulande da und dort irgendwo noch ein verkanntes literarisches Genie oder zumindest eine herausragende Begabung gäbe oder geben könne, von der man noch nicht weiß. Halten Sie das für möglich? Nein, ich halte es nicht für möglich. Natürlich kann es ein Genie des höchsten Ranges geben, von dem wir alle nichts wissen. Wenn das ein Mensch ist, Mann oder Frau, ganz gleichgültig, der irgendwo lebt, in Saarbrücken oder Erlangen, Sachen schreibt und diese im Schreibtisch behält. Wenn also jemand produziert und niemandem zeigt, was er produziert hat, dann kann er unentdeckt bleiben. Aber solche Fälle sind in der Geschichte der Literatur fast unbekannt. Wer heute etwas produziert, bietet es an. Die Angebote sehen anders aus als früher. Früher hat ein Autor, wenn er einen Roman geschrieben hat, diesen Roman einem Verleger geschickt. Und der hat ihn abgelehnt, dann hat er einen zweiten geschickt. Heute machen die das, die Autoren, nicht. Denn man kann Fotokopien billig herstellen. Und so schicken die Autoren gleich an 10 oder 20 Verlage die Manuskripte. Bei dem ungeheuren Bedarf, bei der sehr großen Zahl der Verlage, bei der großen Rolle, die die Rundfunksender in der Vertreibung der Literatur spielen, ganz natürlich, beim Vertrieb der Literatur, nicht der Vertreibung. Auch schon verzeihen Sie, ein schöner stutzig Fehler. Genommen, ne? Ja, also die enorme Rolle, die die Rundfunksender spielen. Darüber hinaus natürlich auch Zeitungen und Zeitschriften, die ja auch sehr oft Literatur bringen. Halte ich es praktisch für unmöglich, dass man einen Schriftsteller nicht entdeckt. Sie werden alle früher oder später entdeckt, anerkannt. Und natürlich der einen Zeit lang unterschätzt, der andere überschätzt wird, das sind selbstverständliche Begleiterscheinungen des Kulturlebens. Bitte ein Anruf. In den letzten Jahren scheinen die Fachbücher zuzunehmen, die als Mittler zwischen interessiertem Laien und den Natur- und Geisteswissenschaften stehen. Und es ist erstaunlich, wie gut es Wissenschaftlern immer wieder gelingt, Probleme und Vorgänge von der Front der Forschung in einer Sprache und Art darzustellen, dass sie auch von Menschen ohne höhere Schulbildung verstanden werden. In den Schulbüchern von Kindern nun scheint dagegen eine Verwissenschaftlichung abzulaufen. Immer wieder wird von sprachlichen Verzerrungen und Auswüchsen berichtet.
Nochmal kurz. Fachbuch für den Laien und Verwissenschaftlichung von Schulbüchern. Sind dafür Gründe zu erkennen? Ja, die Frage ist ein bisschen an eine falsche Adresse gerichtet, weil mit Sachbüchern naturwissenschaftlicher Art ich als Literaturkritiker mich nicht befasse. Aber man kann Ihre Frage sehr wohl übertragen auf das Gebiet der Literatur. Natürlich gibt es viele Bücher über Literatur, die in einer Sprache geschrieben sind, die leider diese Bücher unzugänglich macht für die Leser. Ich halte von einer solchen Kritik nicht viel und glaube, dass Kritik, anders als Literaturwissenschaft, bestimmt ist für ein breites Publikum und dementsprechend in einer populären Sprache, einer deutlichen, einer verständlichen, geschrieben werden sollte. Was die Lehrbücher betrifft, so ist, glaube ich, der Vorwurf, den Sie gegen Lehrbücher naturwissenschaftlicher Art vielleicht zu Recht erheben, nicht übertragbar auf die Schullehrbücher der Literatur. Diese sind in der Regel nicht in einem pseudowissenschaftlichen Jargon geschrieben, sind in der Regel verständlich, und nicht die Lehrbücher sind schuld daran, dass der Deutschunterricht oder dass der Literaturunterricht an den Schulen so schwach oder unzulänglich geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass sich dennoch ein anderer Aspekt dieser Frage abgewinnen lässt, nämlich ich sehe in Ihrem Buch Entgegnung auch eine Mittlerrolle. Nun gut, wenn ein neuer Grass, wie man das so abgekürzt ausdrückt, erscheint, bedarf es nicht der großen Propaganda. Es genügt eine Notiz, ein Hinweis, und es gibt sehr viele Grass-Fans, wie man neudeutsch wohl sagt, die dann dieses Buch auch kaufen oder zumindest lesen oder sich ausleihen und hoffentlich auch wieder zurückgeben. Bei anderen Büchern ist, glaube ich, diese Mittlerfunktion sehr wichtig, weil eben viele Namen, vor allen Dingen jüngerer oder unbekannterer Autoren, eigentlich erst durch Kritik bekannt werden, zur Auseinandersetzung anregen. Und eine Sammlung von Kritiken, wie Sie sie hier vorlegen, und zwar bemerkenswerterweise immer gelegentlich mehrere Kritiken zu Büchern eines einzelnen Autors, dass man auch eine gewisse Entwicklung verfolgen kann, halte ich denn schon für insofern interessant, als auch da eine Mittlerfunktion geübt wird. Ja, also hier ist zweierlei zu sagen. Ich bin nicht ganz mit Ihnen, Herr Kalbfuß, einverstanden. Sie sagen, der Kritiker ist nötig bei dem weniger bekannten und vielleicht talentvollen Autor, bei einem Grass oder Böll nicht. Er verkauft sich ja so. Ja, aber er hat auch eine ganz andere Funktion. Natürlich haben Sie ja recht, dass das neue Buch von Grass oder Böll sich glänzend verkauft. Aber der Kritiker ist ja nicht nur dazu da, den Verkauf anzukurbeln. Gerade wenn ein Buch wie der Butt von Grass oder jetzt die fürsorgliche Belagerung von Heinrich Böll von allen gekauft wird und sofort an der Spitze der Bestsellerliste steht, ist bei sehr vielen Lesern das Bedürfnis vorhanden, über dieses Buch etwas zu erfahren, von einem Kritiker ein Urteil zu erfahren. Nicht, um sich dieses Urteil anzueignen. Im Gegenteil, oft ist es doch so, dass eine negative Kritik über Grass oder Frisch oder Böll die Leser dazu bringt, gerade das Buch zu kaufen, um dieses Urteil selber zu überprüfen. Und das sind ja die besten Leser, die gerade die Urteile der Kritiker überprüfen wollen. Also, bei sehr populären Autoren ist es nicht eine Verkaufsförderung, sondern eine Deutung, Erklärung und Wertung, die für die Leser wichtig ist. Sein mag. Bei weniger bekannten Autoren selbstverständlich ist der Kritiker dazu da, wenn er an das Talent glaubt, dem Autor den Weg zu ebnen. Um ein ganz kurzes Beispiel zu geben, ich habe vor 2 Wochen in der Frankfurter Allgemeinen über ein Buch eines Schweizers, Hermann Burger, in der Bundesrepublik wenig bekannt, geschrieben, ein Erzählungsband Diabelli. Ich halte viel von dem Buch und ich hoffe, dass meine Kritik sich dazu eignet, die Leser anzuregen, das Buch zu lesen. Und ich hoffe auch noch etwas, dass meine Kritik andere Kritiker angeregt hat, darüber zu schreiben. Bitte noch einen Anruf. Mir käme es bei meiner Wertschätzung für Reich Ranicki darauf an, gelegentlich Kritiken zu lesen über Bücher, die schon vor längerer Zeit erschienen sind, also beispielsweise über Bücher von Fontane, Thomas Mann. Es wäre mir sehr wichtig, was Reich Ranicki aus heutiger Sicht zu diesen Büchern zu sagen hätte. Die zweite Frage, die ich an Reich Ranicki stellen würde, wäre folgende. Reich Ranicki hat das letzte Buch von Walzer, Das fliehende Pferd, über alle Maßen gelobt. Das zuvor erscheinende Buch von
Walzer ist von ihm in vernichtender Weise kritisiert worden. Ich frage mich, ob er das Lob bezüglich des letzten Buches vielleicht aus einem schlechten Gewissen herausgeschrieben hat. Es hat ja einigen Staub aufgewirbelt. Und die dritte Frage, was hält er von unserem saarländischen Autor Lüttich Harig? Ja, also zur ersten Frage, dass Sie gerne Aufsätze von mir, Kritiken lesen möchten über Autoren der Vergangenheit. Die Frage ist einfach zu beantworten. Es gibt ein Buch von mir, vor gar nicht langer Zeit erschienen, mit dem Titel Nachprüfung. Und in diesem Buch sind eben Kritiken, Aufsätze von mir enthalten über Fontane, Thomas Mann, Alfred Döblin, Kafka, Schnitzler, Hofmannsthal, also eben die Schriftsteller von gestern, vom ausgehenden 19. Jahrhundert und aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zur Frage Martin Walser. Nein, die zweite Kritik, die enthusiastische Kritik über das fliehende Pferd, ist nicht aus schlechtem Gewissen entstanden, denn ich habe von der Kritik über das Buch Jenseits der Liebe gar nicht zurückzunehmen. Dieses Buch hat mich entsetzt, ich fand es schlecht, ich fand das andere Buch sehr gut. Nun kann man aber einen Einwand gegen mich erheben und nicht zu Unrecht. Man kann sagen, beide Kritiken seien übertrieben gewesen. Nämlich, Jenseits der Liebe sei ja gar nicht so furchtbar schlecht und das fliehende Pferd nun auch wieder nicht so genial. Ich habe in beiden Fällen, könnte man mir vorwerfen, ich hätte in beiden Fällen übertrieben. Ja, habe ich. Das tue ich sehr gern. Ich glaube, dass die Übertreibung das Recht, ja bisweilen sogar die Pflicht der Kritik ist. Sie zitieren Auguste Rodin mit seiner Empfehlung, man soll übertreiben. Ja, eben, man soll übertreiben. Die Kritik muss, so sehe ich sie, sehr deutlich sein. Und da hat sie das Recht, etwas zu überzeichnen, etwas zwecks Verdeutlichung zu übertreiben. Kritik ist ja eine spontane Reaktion, ist ja eben nicht Literaturwissenschaft, auch wenn eine wissenschaftliche Komponente innerhalb der Kritik dringend zu empfehlen ist. Mhm. Das ist selbstverständlich. Aber sie ist eben nicht Literaturwissenschaft, muss spontan reagieren, darf übertreiben. Und ich bedauere nicht, sollte ich in diesen beiden Fällen einmal ins Negative und einmal ins Positive etwas übertrieben haben, bedauere ich keineswegs, dies getan zu haben, denn im Kern scheinen mir nach wie vor beide Kritiken richtig. Es reizt mich, Herr Reich-Ranitzky, ein paar Sätze vom Schluss des Verrisses, wenn man das so pauschal nennen möchte, von Jenseits der Liebe von Martin Walser zu zitieren, weil daraus ein bisschen was von der Arztfunktion vielleicht deutlich wird. Sie schreiben da, 1976 ist diese Kritik Jenseits der Liebe erschienen, Martin Walser, den wir für einen der besten Erzähler seiner Generation gehalten haben, trieb viele Jahre mit seinem Talent Schindluder. Er hat es fast ruiniert und ist nun erneut an einem Tiefpunkt seiner Laufbahn angelangt. Doch es gibt Tiefpunkte, die sich als Wendepunkte erweisen. Hinter diesen Worten verbirgt sich keine Voraussage, wohl aber, das soll nicht verheimlicht werden, immer noch eine Hoffnung, die sich dann, ich glaube, ein oder zwei Jahre später ist dann die Kritik über das fliehende Pferd erschienen, bewahrheitet hat, nach Ihrer Meinung. Ja, dann wäre aber noch die dritte Frage des Hörers. Ludwig Harig. Ludwig Harig. Ludwig Harig ist ein Schriftsteller, den ich sehr schätze als eine Art Außenseiter der deutschen Literatur unserer Zeit. Außenseiter auch im geografischen Sinne, weil er eben aus dem Saargebiet kommt und über das Saarland sehr oft schreibt. Ich glaube, dass er Provinzliteratur im besten Sinne dieses Wortes verkörpert. Deutsche Literatur war sehr häufig, im 19., auch im 20. Jahrhundert, Regionalliteratur. Eine Literatur, die ihre Kraft aus der bestimmten Region bezogen hat und diese Region beschrieben hat und dann doch allgemeine Bedeutung hatte. Ist das bei Fontane der Fall? Ja, Fontane, warum nicht gerade gleich die Buddenbrooks? Ja. Die Buddenbrooks ist ein Lübecker Provinzroman, ein Lübecker Regionalroman, nur so unter Umständen mittlerweile zufällig dem Thomas Mann auch ein Geniestreich gelungen, ein Stück Weltliteratur. Und wie steht es auch nun mit der saarländischen Freude des Ludwig Harig?
Können Sie das als eine Beschreibung, wie Ludwig Harry selbst meint, eines paradigmatischen Menschen, nämlich des Saarländers, so hinnehmen? Ist Ihnen das literarisch interessant und wichtig? Ja, es ist ja, was heißt paradigmatisch? Der saarländische Mensch ist nicht paradigmatisch, sondern er ist es für Ludwig Harry. Ja, aber das ist sein gutes Recht, seine Heimat und die Menschen dieses Landstrichs so zu betrachten. Für Heinrich Böll ist die ganze Welt Köln. Und als er einen seiner Romane nicht in Köln spielen ließ, hat er dies als eine Sensation bezeichnet. Als waren das Buch Ansichten eines Clowns, gespielt in Bonn. Kann man ja mit der Straßenbahn von Köln fahren. Und von Grass gibt es das schöne Wort, alles, was sich auf dieser Erde ereignet hat und ereignen wird, hat sich in Danzig-Langfuhr ereignet. Also in diesem Sinne ist ja deutsche Literatur von heute in hohem Maße Regionalliteratur, Heimatliteratur, ob Grass oder Böll oder Siegfried Lenz beispielsweise. Und natürlich ist da auch Harig zu sehen und er verkörpert damit, dass er eben einer der ganz wenigen Autoren aus dem Saarland ist, eine besondere Farbe und eine somit eine erfreuliche und wichtige Erscheinung. Haben Sie mal eine Kritik über Harig geschrieben? Nein, ich habe bisher nie über Harig geschrieben. Es gibt viele Schriftsteller, über die ich noch nie geschrieben habe. Und darin eine Wertung zu sehen, wäre voreilig und falsch. Ein weiterer Anruf, bitte. Ich denke, dass die Literaturkritik in der Bundesrepublik Deutschland noch nie und auch heute keine Wissenschaft oder publizistische Gewissensfrage mehr ist. Hier spielte und spielt sich eine ganz gewisse Gruppe die Bälle zu und erlässt diktatorische Edikte, vor deren Perfektion ein Mann namens Goebbels von Neid ablassen würde. Hier wurden und wird im Gewande linksgetrallter Weltbürger alles, was ihren obszönen, wertzerstörenden und formalistisch kranken Hirnen nicht behagt, in den Geruch des Minderwertigen gebracht. Erschöpfen sich nicht die Lobeshymnen unserer Literaturkritiker in Lobeshymnen auf Brecht, Krass, Köppen und Genossen. Was Literatur ist, das bestimmen Sie, die Herren der Literaturkritik, die Herren vom Feuilleton, die Herren vom Sender. Können Sie mir vielleicht erklären, wieso so breite Leserschichten die Fäkalienprosa eines Günter Grass ohne Widerwillen regelrecht verschlingen? Warum lecksen geradezu gewisse Leser nach diesem Stoff? Liegt es vielleicht daran, dass Grass nur Unterleibsbedürfnisse befriedigt, den Bauch und tiefere Zonen? Liegt es vielleicht daran, dass die Mentalität heutiger ungeschichtlich gewordener Wohlstandsbürger in die Vergangenheit projiziert und Geschichten statt Geschichte anbietet? Das klang wie ein Leitartikel eben. Ja, naja, aber da sind natürlich viele Antworten darauf zu geben. Also die eine These in der Frage war wohl die, dass sich hier linke Autoren und Kritiker gegenseitig die Bälle zuspielen und gegenseitig hochjubeln. Ich habe zum ersten Mal diesmal erfahren, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung, in der ich den Literaturteil leite, ein linkes Blatt ist. Das ist für mich neu, aber nun gut. Weiter. Linke Kritiker. Ich glaube nicht, dass die führenden Kritiker dieses Landes unbedingt als Linke bezeichnet werden können. Einer der wichtigsten Kritiker, der ständig in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt, Günter Blöcker, gilt als betont konservativer Kritiker. Doch auch die Linken wissen, dass er ein hervorragender Literaturkenner ist. Ich habe nie gehört, dass Joachim Kaiser, der führende Literatur- und Musikkritiker der Süddeutschen Zeitung, ein rabiater linker Kritiker sei. Auch er ist eher ein konservativer Kritiker. Nein, das ist ein pures Klischee. Nun weiter. Die Fäkalienprosa des Günter Grass. Warum wird die so gelesen? Ja, also da werde ich fast gezwungen, die Fäkalien zu verteidigen. Zum menschlichen Leben gehören auch, ob man es will oder nicht, die Fäkalien. Nein, die Prosa des Günter Grass wird wohl aus anderen Gründen gelesen. Sein letztes Buch, das Treffen in Telgte, das im 17. Jahrhundert spielt, da wird auch der skeptischste Leser keine Fäkalien, keine Obszönitäten entdecken können. Weiter, die Prosa des Günter Grass wird überall in England, in Frankreich, in Amerika gelesen und es gibt sehr ernste Literaturkenner, beispielsweise in den USA, die, ob es uns gefällt oder nicht, ob es richtig ist oder nicht, Günter Grass für den größten lebenden Schriftsteller, nicht nur Deutschen, sondern überhaupt den größten lebenden Schriftsteller halten. Eine Übertreibung vermutlich, das ist nicht wichtig. Sicher ist, dass Grass, und damit ist die Frage des Hörers wohl, möchte ich sie vor allem beantworten, ein Meister der Sprache ist, einer der größten deutschen Stilisten,
unserer Zeit, der Literatur der letzten 30 Jahre. Dass es obszöne Motive bei Grass gibt, ja, sie gehören eben auch zum Leben, das wird dieser Hörer nicht vertreiben aus dem Leben, und Günter Grass zeigt diese Motive. Er ist weit bei Gott nicht der Erste, der es zeigt. Die Weltliteratur beschäftigt sich damit seit vielen, vielen Jahren. Ich denke gerade an die deftigen Lustspiele des Aristophanes, in denen, weiß Gott, nun all das auftaucht, was Günter Grass auch wieder aufnimmt. Gut, das nur als Bemerkung. Ein weiterer Anruf, bitte. Der Autor hat mit dem Stichwort Dokumentation der eigenen Meinung, und dabei war der Name Wallrath sehr gut genannt, einen wichtigen Punkt angesprochen. Trifft es nicht auch für die Kritiker zu? Gibt es nicht auch Wallraths unter den Kritikern? Man müsste den Kritiker persönlich kennen, zum Beispiel dessen Eitelkeit. Wie viel Objektivität bleibt dann noch? Ja, also zunächst die Eitelkeit. Wenn Sie Kritikern Eitelkeit vorwerfen, haben Sie vollkommen recht. Allen Kritikern von Lessing bis heute, über Fontane und Alfred Kerr, hat man Eitelkeit vorgeworfen. Woher kommt denn das? Ein Kritiker hat die Kühnheit, öffentlich über Literatur zu urteilen. Er soll ein Urteil fällen, aber er hat kein Kodex, kein Gesetzbuch. Er muss sich das Gesetzbuch in jedem Fall neu machen. Ein solcher Kritiker muss seine eigene Ansicht unerhört ernst nehmen. Wenn er seinen eigenen Geschmack und seine eigene Anschauung nicht ernst nimmt, kann er diesen Beruf nicht ausüben. Und dieses Verhältnis zum eigenen Urteil kann als Eitelkeit wirken, als Eitelkeit ausgelegt werden. Und so hat man noch nie in der Geschichte der Literatur einen Theater-, Musik- oder Literaturkritiker gekannt, den man nicht Eitelkeit vorgeworfen hätte. Das wäre der eine Punkt. Nun der andere, ob Kritiker nicht im Grunde genommen, ähnlich wie Wallraff im politischen und ideologischen, nur Dokumentationen ihrer vorgefassten Anschauungen liefern. Des eigenen Geschmacks. Gewiss trifft das auf manche Kritiker zu. Ich meine aber, dass dies die schlechteren, nicht die guten Kritiker sind. Denn die wichtigste Eigenschaft eines guten Kritikers mag wohl die sein, dass er sich die Fähigkeit bewahren muss, zu staunen, sich zu wundern und sich alles über den Haufen schmeißen zu lassen, was er von Literatur hält. Da kann beispielsweise ein Kritiker ein Leben lang den Standpunkt vertreten haben: heute ist eine Tragödie nicht mehr möglich. Es gibt den Satz von Dürrenmatt, uns heute kommt nur noch die Tragikomödie bei. Man kann also der Ansicht sein, ein Trauerspiel in 5 Akten ist undenkbar, ein Anachronismus. Und siehe da, eines schönen Tages kommt ein Autor und schreibt ein Trauerspiel in 5 Akten, und der Kritiker muss dann imstande sein zu sagen, jawohl, dies ist doch möglich. Ich habe das Beispiel mit dem Trauerspiel gegeben, man könnte ja nähere geben, uns näherliegende. Ein Schelmenroman ist eine völlig überlebte Form, und dennoch kam Günter Grass im Jahre 59 mit dem Schelmenroman Die Blechtrommel und hat bewiesen, dass ein Schelmenroman doch möglich ist. Ein Kritiker muss also fähig sein, sich der Literatur, der elastisch auf die Literatur zu reagieren. Sonst ist es ein dogmatischer Kritiker, und was er schreibt, hat wenig Wert. Meine Damen und Herren, die Eigenart dieses Rundfunkgesprächs bringt es mit sich, dass wir, und ich bedauere das ein bisschen, eigentlich auf die Autoren und deren Bücher, die in diesem Sammelband vorgelegt werden, gar nicht so recht eingehen und uns ein bisschen festbeißen an der Funktion des Kritikers, an der Rolle der Kritik, an der Rolle der Literatur. Und ich denke, das muss nicht nur ein Defekt sein, sondern es kann ja auch ein Vorzug sein, dass dadurch etwas deutlicher wird, auf welche Weise man unter Umständen mit Literatur in Berührung kommt, eben durch die Lektüre einer Kritik und auch durchaus kritisch betrachtet, welche Funktion der Kritiker dabei hat, welche Verantwortung ihm obliegt und welche Nebenerscheinung durchaus durch eine mäßige Ausübung dieses so wichtigen Berufs passieren können. Nun 2 weitere Anrufe, bitte. Ich würde gerne die Frage an Reich-Ranitzky stellen, wer eigentlich die Autoren, wer eigentlich die Kritiker kontrolliert. Autoren werden ja praktisch, in der Praxis, von den Kritikern kontrolliert. Also wer kontrolliert eigentlich die Kritiker selbst?
Also Ihr Autor behauptet in der jetzigen Diskussion, ein Kritiker könnte einem Buch keinen Todesstoß versetzen. Also hier möchte ich doch deutlich widersprechen. Also genau wie ein Kritiker ein Theaterstück zerreißen kann, kann er dies mit einem Buch und dies aus einer rein subjektiven Einstellung. Denn ein Kritiker ist wohl auch nur ein Mensch, er hat eine Meinung, die allerdings durch die Veröffentlichung kumuliert und Einfluss nimmt, eventuell bis zum Todesstoß eines Buches. Ich habe hier ein Beispiel, das ist Norman Mailer in den USA, den Kritiker nicht sehr mochten, weil er die Kritiker nicht mochte. Er behandelt sie unschön bis zur Beleidigung. Die Folge war, Verrisse seiner Bücher, seine Auflagen gingen zurück. Und erst heute, Jahre später, steigen die Auflagen von Norman Mailer wieder an und die Kritiker denken anders über ihn. Ich würde schon sagen, dass Kritiker eine Macht in Händen halten und sehr oft auch das Schicksal eines Autors oder eines Buches. Und schade, dass nicht alle Kritiker sich dieses Umstandes eigentlich bewusst sind. Ob das für die Bundesrepublik gilt, Herr Reichernitzky? Ja, also zunächst einmal die erste Frage, wer kontrolliert denn eigentlich die Kritiker? Eine sehr berechtigte Frage, aber ich kann den Hörer beruhigen. Die Kontrolle der Kritik ist enorm. Sie besteht zunächst einmal darin, dass der Kritiker sich über ein Buch nicht allein äußert, sondern es äußern sich 20, 30 oder 80 andere Kritiker. Und sehr oft reagiert ein Kritiker auf den anderen Kritiker. Sehen Sie, ich habe jetzt über den Roman Fürsorgliche Belagerung von Heinrich Böll Anfang August in der FAZ geschrieben und bekomme nahezu täglich Ausschnitte aus verschiedenen Zeitungen der ganzen Bundesrepublik, in denen immer wieder meine Kritik zitiert wird, aber zustimmend oder auch ablehnend, empört. Andere Kritiker haben das Buch gelesen, sehen es ähnlich oder anders oder ganz anders oder finden meine Kritik falsch. Also, aber das bleibt doch im Fachbereich. Ja, halt. Wer liest denn schon 60, 80, 80, das ist die eine Möglichkeit, die Kontrolle der Kritiker durch andere Kritiker. Zweitens, es gibt aber noch eine ganz andere Sache, andere Möglichkeit. Wenn ich alle paar Jahre immer wieder Bücher mache, die zum großen Teil aus meinen literarkritischen Arbeiten zusammengesetzt sind. Das heißt, diese Bücher sind keine Auswahlbände aus Kritiken, aber diese Kritiken werden von vornherein im Hinblick auf diese Bücher schon geschrieben. So mache ich diese Bücher aus verschiedenen Gründen. Aber ein Grund, und nicht der unwichtigste, ist, dass ich es für richtig halte, dass der Kritiker sich selber der Kritik und dem Publikum stellt. Mhm. Indem er seine Arbeiten in einem Band bringt, stellt er sich den Lesern, die überprüfen können, was er geschrieben hat, gerade was er über einen Roman von Martin Walser, von Uwe Jonsson oder Manfred Bieler meinetwegen geschrieben hat, vor 5 oder vor 11 Jahren. Wie ließ sich das heute? Hat der Kritiker recht gehabt, wenn er seit 20 Jahren behauptete, eines der stärksten Talente, wenn nicht das stärkste der deutschen Prosa ist, Wolfgang Köppen, immer noch in Deutschland unterschätzt. Ich behaupte das unentwegt. Und der Leser, ebenso wie der Kollege, hat die Möglichkeit der Überprüfung. Und ich glaube, dass dies schon eine gewisse Rolle spielt. Und schließlich als dritter Punkt, der allerletzte. Ja, es ist auch die Literaturgeschichte, die den Kritiker überprüft. Denn schließlich nach 10, nach 20 oder 30 Jahren stellt sich heraus, was übrig bleibt von der Literatur, welche Autoren, welche Bücher. Und dann sieht man, wer hat diese Autoren gelobt, wer hat sie abgelehnt. Das ist die am spätesten einsetzende Kontrolle, aber diese dritte Kontrolle ist auch von Bedeutung. Nun die andere Frage, dass die Kritiker subjektiv urteilen, einen Einfluss ausüben und sehr wohl ein Buch töten können. Das ist, was der Herr da eben sagte, partiell sehr richtig. Natürlich urteilen Kritiker subjektiv. Wehe den Kritikern, die nicht subjektiv urteilen. Es gibt keine objektive Beurteilung der Kritik. Dazu müsste es ein Gesetzbuch geben, ein Kodex. So einen Kodex haben wir nicht. Und objektiv zu sein, bilden sich Kritiker ein, die eingeschworen sind auf irgendeine Ideologie. Marxistische, psychoanalytische Kritiker, die
Sie glauben, mit einem Handbuch der Literatur nähern zu können. Ich glaube nicht, dass diese Kritiker viel tun können. Wirklich gut ist eine Kritik, bei der immer ein hoher Prozentsatz Subjektivität, also persönliche Entscheidung, individueller Geschmack dabei sind. Ich finde auch richtig, sehr richtig, die Behauptung, dass Kritiker Einfluss ausüben auf den Gang der Bücher, auf Erfolg und Misserfolg. Das habe ich ja vorher gesagt. Ich habe nur gesagt, ein Kritiker könne ein Buch nicht töten. Sie haben, der Hörer, der eben sprach, das Beispiel Norman Mailer aus den USA gegeben. Ein treffendes Beispiel. Was geht aus dem Beispiel hervor? Nehmen wir an, es stimmt so, wie Sie es gesagt haben, dass die Kritik den Erfolg Norman Mailer zeitweise eingeschränkt hat. Aber getötet hat sie kein einziges Buch von Norman Mailer und ihn selber als Schriftsteller weiß Gott auch nicht. Und jetzt ist der Norman Mailer Erfolg stärker. Ich glaube, dass das alles, was Sie hier der Kritik zuschreiben, nicht zutrifft. Denn die Bücher von Norman Mailer, deren Erfolg kleiner war, waren auch entschieden schwächere Bücher. Er hat am Anfang seiner Laufbahn eine große, hervorragende Periode gehabt und hat sie jetzt wieder. Die Nackten und die Toten? Ja, eben, aus der Zeit, wo er unter anderem die Nackten und die Toten geschrieben hat. Also gerade der Fall Norman Mailer bestätigt, Kritik hat Einfluss, kann aber nie ein lebendiges Kunstwerk wirklich töten. Bitte einen Anruf. Ich möchte den Autor fragen, was er eigentlich mit dem Buch will. Das habe ich bis jetzt überhaupt noch nicht rausgehört. Und dann, vielleicht etwas spöttisch, hat er keine Angst, von den Kritikern verrissen zu werden mit seinem Buch? Ja. Das haben Sie eigentlich eben schon beantwortet. Ja. Der Anruf kam sicher vorher schon. Es war eigentlich schon eine Teilantwort. Naja, man kann noch sagen, ob ich keine Angst habe, von anderen Kritikern verrissen zu werden. Auch wissen Sie, da habe ich schon einige Erfahrung und Übung da drin. Ich veröffentliche Bücher seit 20 Jahren und da gab es unendlich viele Verrisse meiner Bücher. Das kenne ich nun hinlänglich und der Kritiker muss Verrisse ebenso ertragen können wie jeder andere Autor. Und was ich mit dem Buch will, vielleicht jenen helfen, jenen etwas liefern, die an der deutschen Literatur der Gegenwart interessiert sind und die an den Urteilen eines Kritikers, die nun gesammelt in einem Buch vorliegen, interessiert sein können. Das ist alles, aber ich glaube, das ist ja die Funktion der Kritik. Indem Sie ein Buch, dieses da und andere, vorlegen, sind Sie eben nicht nur Journalist, einer, der für den Tag schreibt, sondern ein Autor, der ein Buch vorlegt. Sind Sie ebenso empfindlich wie andere Autoren? Reagieren Sie ebenso empfindsam auf Verrisse, die Sie dann auch erlebt haben? Ja, im Prinzip reagiert ein Kritiker, der ein Buch veröffentlicht hat, genauso wie jeder andere Autor. Dagegen ist nichts zu machen und das ist ja eigentlich auch ganz natürlich. Ein bisschen anders ist es natürlich dadurch, dass über die Bücher eines Kritikers auf diejenigen schreiben, über die er selber schon geschrieben hat. Also Revancheakte gibt es da hin und wieder, aber das ist kein Unglück, das gehört zum literarischen Leben. Meine Damen und Herren, wir haben wie stets in unserer Senderei unter den Anrufern des heutigen Vormittags 3 ausgelost, von denen jeder in den nächsten Tagen ein kostenloses Exemplar des Buches von Marcel Reich-Ranicki, Entgegnung, aus der Deutschen Verlagsanstalt, zugeschickt bekommt. Heute Morgen sind das Herr Forsbohm aus Spiesen-Elversberg, Herr Dr. Bock, vielleicht auch Beck, aus St. Wendel und Herr Groß aus Niederolm. Sie bekommen also in den nächsten Tagen je ein Exemplar dieses für mich jedenfalls ungewöhnlich interessanten und anregenden, auch gelegentlich zum Widerspruch reizenden Buches von Reich-Ranicki zugeschickt. Und nun ein weiterer Anruf. Ich möchte gerne mal wissen, ob der Wiederautor zu dieser seit einigen Jahren zu beobachtenden Ausbreitung der Mundartliteratur steht. Wir haben es ja besonders hier im Saarland so. Mundartliteratur, die sich also im Roman und in Hörspielen und auch in Lyrik äußert. Ist er der Ansicht, dass diese Literatur hauptsächlich so dem Eigenverständnis einer Landesbevölkerung entgegenkommt oder ob sie geeignet ist, auch über einen Landesrahmen hinauszuwirken? Ja, die Mundartliteratur hat
in der Geschichte der deutschen Literatur eine enorme Rolle gespielt. Fritz Reuters Plattdeutsche Dichtung gehören dazu. Gerhard Hauptmanns Dramen, die ja zum großen Teil vom Schlesischen oder wie die Ratten und der Biberpelz vom Berlinerischen leben, gehören dazu und viele andere Werke, die ich hier gar nicht nennen will. Die Mundart hat immer wieder die deutsche Hochsprache mitgeformt, mitgestaltet, einen direkten Einfluss, und zwar einen sehr positiven Einfluss ausgeübt. Wir leben in einer Epoche, in der die Zahl deutscher Mundarten sich rapide verkleinert hat. Weil bestimmte Teile des ehemaligen Deutschen Reiches nicht mehr deutsch sind, also Ostpreußen, also Pommern, also Schlesien. Übrigens auch ein Problem für das Theater, weil es kaum noch Schauspieler gibt, die Schlesisch sprechen und können, und somit ist eine Aufführung von Hauptmannstücken schwer. Dass die verbliebenen Regionen mit ihren Mundarten einen Einfluss ausüben auf die Hochsprache, das Deutsche mitprägen, halte ich für außerordentlich nützlich und nötig. Ich glaube aber, dass wirklichen Einfluss, vom rein sprachlichen abgesehen, nur jene Literatur haben kann, die über das Mundartliche hinaus sich einer Sprache als Instrument bedient, die eben für alle Deutschsprechenden verständlich ist. Beispiele, Sie sehen sie bei Günter Grass, dessen Deutsch natürlich von seinem Danziger Platter mitbestimmt ist, aber doch für alle verständlich. Ich glaube also weniger an eine Dialekt Literatur, die praktisch immer nur für eine bestimmte Region bestimmt sein kann, und glaube mehr und verspreche mir von einer hochdeutsch geschriebenen, aber von der Mundart mitgeprägten Literatur. Und nur ein Beispiel am Ende zu geben, Artmann, H.C. Artmann ist ohne Zweifel ein österreichischer interessanter Autor, aber ein großer Teil seiner Lyrik ist für 80% der deutschsprachigen Bevölkerung unverständlich. Das ist in einem Österreichisch geschrieben, das kein Mensch aus Gelsenkirchen, Hamburg oder Berlin verstehen kann. Und natürlich ist dann der Einfluss, der Wirkungsradius dieser Literatur begrenzt. Ihr neues Buch, Herr Reich-Ranicki, enthält ja auch einige Kritiken zu Büchern und zu Autoren, die in der DDR leben. Nicht nur, hätte ich beinahe gesagt, zu solchen Autoren, die in den Westen übergesiedelt sind, was ja meist mehr ist als nur eine geografische Standortveränderung. Sehen Sie auch da eine Funktion Ihrer Arbeit auf wichtige Autoren, auf wichtige Bücher, die in der DDR erscheinen, hinzuweisen, auf sie aufmerksam zu machen und damit so eine, ja, wie man sagen, eine übergreifende Funktion auch der Kritik, etwas Verbindendes darzustellen? Ja, selbstverständlich. Gerade die DDR-Literatur interessiert mich sehr und ich habe mich mit ihr im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sehr viel und sehr genau befasst. Dass einige Autoren hier behandelt werden in meinem Buch, die früher in der DDR waren, jetzt aber im Westen, ist, wenn ich so sagen darf, nicht meine Schuld. Das heißt, ich habe mich mit diesen Autoren befasst, als sie drüben gelebt haben und oft über die geschrieben, etwa über Wolf Biermann, über Jurek Becker, Wolf Biermann, Manfred Bieler. Nachher haben die sich dazu entschieden, und das war ja schließlich deren Recht, in den Westen zu kommen. Aber wir haben immer wieder die Aufgabe, auf neue Autoren von dort hinzuweisen, auf die Situation dieser Autoren. Ja, gerade die Literatur, die drüben entsteht, bedarf oft der kritischen Deutung, weil gewisse Elemente dieser Bücher für den westdeutschen Leser schwer verständlich oder unverständlich sind. Ein Beispiel, einer der wichtigsten Romane drüben der letzten 10, 15 Jahre, Christa Wolffs Roman Nachdenken über Christa T., ist für den westdeutschen Leser ein relativ schwieriges Buch. Und ich glaube, dass die Kritik da die Pflicht hatte, dieses Buch etwas zu erklären. Mhm. Und insgesamt hat es die deutsche Literaturkritik in diesem Fall, glaube ich, ganz gut getan. Eine sehr naive Frage, noch ziemlich zum Ende unserer Gesprächszeit. Wie viele Bücher lesen Sie pro Jahr so etwa? Ach, gar nicht so furchtbar viel. Ich habe sie nie genau gezählt, aber so schrecklich viele Bücher sind es nicht. Ich lese sehr viele Bücher nur partiell. Um zu sehen, wie das ungefähr gemacht ist, ob es mich interessiert oder nicht.
Ich kann Ihnen aber eine andere Frage in diesem Zusammenhang beantworten. Ich habe noch nie ein Buch, über das ich eine Kritik geschrieben habe, einmal gelesen. Ich muss jedes Buch, über das ich eine Kritik lese, schreibe, anderthalbmal lesen, wenn nicht zweimal. Erst bei der zweiten Lektüre sieht man alles. Und die Tatsache, dass Sie dann über dieses Buch auch schreiben möchten, beeinträchtigt nicht Ihr Vergnügen am Lesen, an der Rezeption dessen, was in dem Roman steht? Nein, ich glaube nicht. Ich habe auch gehört, dass die Gynäkologen nach wie vor an den Damen interessiert sind. Und so bin ich an den Büchern trotz einer oft ins Tiefe gehenden, um Tiefe bemühten Analyse nach wie vor interessiert. Im Gegenteil, es gibt Romane, die erst bei der zweiten Lektüre und bei der genauen Analyse wirkliche Freude bereiten. Mhm. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, ein ganz primitives. Ein sehr kurzes, bitte, wir sind gleich am Ende. Ich habe die Buddenbrooks jetzt wieder lesen müssen aus einem gewissen Grund. Ich glaube, sie haben mir nie so viel Freude bereitet wie jetzt bei der dritten oder vierten Lektüre. Mhm. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Sendezeit. Wir haben nicht, wie wir es vorhatten, zum Buch Entgegnung gesprochen, sondern Marcel Reich-Ranitzky hat im Wesentlichen zu sich selbst gesprochen. Aber da er ein Stück Literaturkritik in diesem Lande ist und selbst stilprägend mitwirkt, ist das, glaube ich, mehr als nur Autobiografisches und Subjektives. Ihnen herzlichen Dank für die Teilnahme am Gespräch, vor allem aber Ihnen, meine Damen und Herren, für das Zuhören und für Ihr Interesse an dieser Sendung. Am nächsten Sonntag sprechen wir mit Jürgen Roth zu seinem Buch Armut in der Bundesrepublik. Wenn Sie wollen, auf Wiederhören am nächsten Sonntag zur gewohnten Zeit.